freue mich sehr, dass ich es geschafft habe. So schlimm war es nicht im Zug. Ich möchte ein Lied spielen, das auch auf einer Reise beginnt, die Mitte der 70er Jahre stattfand, und zwar im Osten der Türkei. Dieses Lied heißt genauso wie die neue CD von mir, die auch ähnlich wie die von George ungefähr zur gleichen Zeit fertig geworden ist und die wir in anderthalb Wochen im Mehringhof Theater am 27. April vorstellen werden. Und auch da, ähnlich wie jetzt hier bei George auf der Bühne mit Tobias, mit Andreas und mit noch zwei anderen, mit Marco und Reka. Und da werden wir alle Lieder spielen. Und hier kommt das, das dieser CD den Titel gegeben hat. An den Ufern des Euphrat, in der Senke zum Fluss, im Schritttempo durch eine Sommerfurt, quält sich ein einsamer Bus. Nebenan eine Brücke, betoniert im Stand einwandfrei, doch die Auffahrten von beiden Ufern her klaffen Meter aneinander vorbei. Menschen machen Fehler, es kann nicht anders sein. Er war 25 auf dieser Reise durch die Türkei, suchend klein, ziemlich glücklich allein. Jeden Tag war ihm etwas neu. Er trennt zurück von Istanbul mit Diane und mit 15 Mark. Sie spielten ein Paar, was dem LKW-Fahrer nur noch antörnender war, und sie dachten, zu zweit ist man stark. Später oft vor dem inneren Auge, diese Brücke am Euphrat mit den sich verfehlenden Auffahrten. Er brauchte dafür kein Foto. Manchmal sah er sogar den armen Ingenieur, der sich da verrechnet hatte. Er wusste, nichts auf dieser Erde würde perfekt sein. Keine Arbeit, kein Ideal, keine Revolution, keine Liebe. Dieses schöne Denkmal des Scheiterns beflügelte ihn, nicht gleich ins Dumpfe zurückzufallen, in den Trott der Jahrtausende. Eisenbahnlinie Deutschlands verkehrte zwischen Nürnberg.
von Berg und Fürth. Kurz darauf plante man in der Oberpfalz eine Strecke, die 25% Steigung mitführt. Der Ingenieur, der das Ganze erdacht hat, kam am Vorabend der Eröffnung schlimm drauf. Er sah den Zug rückwärts rollen, die Waggons querbeet fallen und er hängte sich in der Nacht auf. Am nächsten Morgen die Jungfernfahrt, die Lok, sie keuchte wohl hart, doch mit Schwung fuhr sie dann die Höhe. Menschen und Kabel. Fehler.